Hallo Freunde und willkommen zum nächsten Ladder Game. Erstmal, sorry, dass es die letzten Tage keine Videos gab. Aber ich hatte echt üble Probleme mit meinem PC. Und zwar ist nach einem Windows-Update bei mir das komplette System nicht mehr gegangen. Mein BIOS und die Chipsatztreiber waren völlig im Arsch. Ging gar nichts mehr. Und jo, deswegen kam jetzt halt einfach nichts, weil ich nicht zocken konnte. Aber naja. Wir sind heute mit Bretonia gegen die Dunkelelfen unterwegs. Und ich hoffe mal, dass das Video und alles passt. Problem ist halt auch, ich habe meine ganzen Einstellungen sind weg. Oh oh. Verdammt. Meine ganzen Einstellungen sind weg. Und ich kann auch jetzt nicht mehr. Oh Mann, ich muss wirklich wieder alles neu einstellen. Und muss auch teilweise ja, meine Steam Programme und alles wieder neu aufspielen. Also voll ätzend, aber ich mache jetzt halt mal sofort ein Video für euch. Also das ist Nummer 1. Und wir spielen mit Bretonia gegen die Dunkelelfen. Ich weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gesagt. Wir haben einfach einen standardmäßigen Bild dabei. Oder nicht standardmäßig, aber ganz viel Kavallerie halt, so wie es für Bretonia nicht gehört. Und er hat einen Schreckensfürst. Ich sehe jetzt aber gerade noch keine Magie. Düsterschwerter, Hexenkriegerin, haben wir schon gedacht. Bären in den Flanken, schaut alles schon mal recht gut aus. Also offensichtlich ist mein Gegner nicht ganz neu. Ah ja, da kommt er schon raus. Ich würde mal sagen, wir überladen mal die Flanke hier in Feuermagie. Schöne ist, wir haben halt nur so ganz billige Truppen dabei. Die nicht wirklich viel kosten. Und damit erhoffe ich mir eben einfach so lange zu halten, bis meine Kavallerie dann den Gegner töten kann. Aber eigentlich könnten wir mit unseren fliegenden Truppen hier schon mal sein General bedrohen. Wäre halt nur ganz schön, wenn. Oh. Verdammt. Das ist nicht so toll. Aber mal schauen. So. Wir müssen jetzt. Ich meine, unsere Truppen hier werden natürlich jetzt um 0, nichts drauf gehen. Wir können hier hoffentlich seinen General bald kuhnen. Und wir haben auch Lebensmagie dabei, die können wir mal hier drüben einsetzen gleich. Auf der Seite geht so halb so lala voran. Unsere Truppen hier halten noch relativ gut, aber mittlerweile kommt unsere Unterstützung der Kavallerie schon ein bisschen spät. Wir sagen, wir gehen mal mit Leon Kerr schon mal hier rüber. Und bringen mal hier unsere Kavallerie jetzt raus. Die Pegasi verfolgen seinen General weiter. Und hier brauche ich jetzt auch mal langsam ein Ergebnis von euch Jungs hier drüben. Er hat halt zwei Magier dabei auch. Finde ich auch ganz witzig. Und ja, aber es ist halt schon eigentlich jetzt gescheiter, erstmal die Truppen hier fertig zu machen endgültig. Können wir einfach mal mit Leon Curl hier so ein bisschen hin und her chargen. Und hier mit den mit der Kavallerie können wir auch schon mal weitergehen. Und jetzt mal langsam hier seine Truppen hier aufrollen. Eigentlich sollten die jetzt mit Unterstützung ihres Generals hier schon wesentlich besser zurechtkommen. Immer sogar teilweise im Nahkampf schon gewonnen, das ist ja hart. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich denke mal, ich werde heute auch gleich mal ein paar mehr Videos produzieren für euch. Als eine kleine Entschädigung dafür, dass es jetzt so lange nichts gab.
Attack! By the lady! Tilt! Hi! Aber mal sehen. Hier, wir konnten auf jeden Fall schon sehr gut sein Generalplatt machen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und, Leon Kirk kriegt jetzt hier mal noch einen kleinen Buff für seine Ausdauer, weil ihr wisst ja, Ausdauer ist super wichtig. Und unsere Kavallerie ist halt sofort im Rage-Modus. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Ich würde jetzt gerne mal hier drüben echt mal ein Ergebnis gerne sehen. Was ist denn da los? Warum brauchen die so ewig, bis sie diese Echsenseite hier platt gemacht haben? Jo. Aber ja gut, hier sieht es ganz gut aus soweit, aber hier ist halt jetzt alles schon in Rage. Ist ein bisschen ärgerlich. Oh, hier, das ist nicht gut, dass wir hier unsere Kavallerie in denen drin haben. Das ist gar nicht gut. Und dass Leon Kerr jetzt in Rage ist, das ist echt ein bisschen ärgerlich. Wir könnten auf jeden Fall mal ihn auch hier heilen. Weil unsere Gralfeligue hier auch schon ziemlich im Arsch ist. Und das ist immer gut, wenn man die lange hat. Jedenfalls so, und jetzt machen wir uns mal so ein bisschen aus dem Staub vor den Hexenkriegerinnen hier unten. Gerade ist der Reliquie kommt hier mit rüber. Aber wir haben halt noch das Problem, dass er noch diese gottverdammten Phoenix-Gardisten hier hat. Diese schwarze Garde, meine ich. Das ist ein bisschen doof. Und hier haben wir es jetzt langsam endlich mal geschafft, seine Echsen weiter fertig zu machen. So, aber wir haben noch unsere diese wunderbaren Pegasi hier, die sich jetzt mal um seine westlichen Offiziere kümmern können. Hier hinten schnappen uns mal seine Hexenkriegerinnen. Die sind ja ziemlich anfällig gegen Kavallerieangriffe. Deswegen werden wir uns jetzt mal um die kümmern. Und mit Leon Kerr müssen wir halt eben nur aufpassen, dass wir uns wirklich nicht lange bei den Hellebarden hier aufhalten. Nee, wir wollen eigentlich nicht zu den Hexenkriegerinnen unbedingt. So, aber hier können wir mal einen schönen Charge hier hinten reinmachen. Leon Kerr kommt mit. Wäre natürlich jetzt eigentlich schöner gewesen, wenn Leon Kerr noch seine Fähigkeit hier eingesetzt hätte, was er jetzt auch machen wird. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es sich unbedingt jetzt so lohnt, gegen diese etwas leichteren Truppen hier unten. Aber, eigentlich hätte ich mir wahrscheinlich eher für die aufheben sollen. Wir müssen jetzt halt dringend mal weg vor den Hellebarden. Wir gehen mit Leon Kerr hier mal rein und halten ihn hier auf. Ziemlich knappe Geschichte soweit. Ich würde jetzt auch gern, dass meine Magierin wieder zurückkehrt. Das wäre super. Weil dann könnte ich nämlich meine ganzen Truppen hier nochmal heilen. Und wisst ihr was? Ich will jetzt gar nicht unbedingt gegen die Hellebarden hier kämpfen. Wir lassen uns hier nicht irgendwie aufhalten, sondern manövrieren ihn hier aus. Und gewinnen einstweilen die Kämpfe hier drüben. Das ist, denke ich, eine ganz gute Sache. Können wir ihn hier noch ein bisschen rauslocken, dass er uns hier folgt, dann sind die Hellebarden hier außer Position. Ich denke, das wäre ganz gut. Warum sind die jetzt eigentlich? Achso, ja genau, die wollten ja eigentlich die Zaubermagierin hier angreifen, aber ist okay. In welche Richtung schauen die Hellebarden hier gerade von uns weg? Also wir können hier mal einen kurzen Charge machen. Und Leon Kerr mal hier rüber zusammen mit seinem Pegasi. Da müssen wir jetzt wirklich mal langsam hier eine Entscheidung herbeiführen. Hier müssen wir da raus. Da können wir mal unseren Charge-Bonus nutzen, dass wir hier schneller wegkommen. Und unsere Bauern kommen auch wieder ein bisschen zurück. Pegasi hier, die kämpfen jetzt gegen Speere, das ist nicht so toll. Kann mal Leon Kerr rein. Und die Magierin, die ist immer noch weg. Das ist doof. Die Kavallerie kann hier weiter mit rüber. Dass wir einfach immer vor denen abhauen, vor den Musketen. Und solange einfach alle anderen Kämpfe dann gewinnen, weil wir sind ja schneller als unsere Gegner. Mit seiner Magierin lässt sich jetzt in die Sicherheit seiner Musketen, Lebaden hier begeben.
Das wollen wir natürlich nicht unbedingt zulassen. Wegen hier einen kurzen Charge. Nee, wir gehen hier lieber wieder weg. Leon Kerr kann den ein bisschen Cycle chargen. Und sobald Leon Kerr seine Fähigkeit wieder hat, dieses Schwert des Courant, hätten wir das hier nochmal anwenden können. Das wäre super gewesen. Ah, die Safe Games muss ich auch nochmal speichern. Okay, Leute. Erstes Match für heute. Hat Spaß gemacht. Schöne Performance von der Kavallerie. Sehr, sehr wunderbar. Bei der Infanterie muss ich sagen, einfach nur möglichst effektiv. Also, ihr könnt den Infanteriekampf definitiv nicht gewinnen. Deswegen einfach nur möglichst effektive Truppen, die lange halten. Wie zum Beispiel diese Schwertkämpfe hier. Und die haben sogar teilweise gar nicht so schlecht performt. Und die Bauern ebenso einfach nur, um die hier vor irgendwelchen Angriffen zu schützen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.